Erst wird noch ein wenig gespielt, dann ausgiebig geschnüffelt und dann geht es los. Training für die in wenigen Tagen stattfindende Körung der Schäferhunde. Weil Barleben so exzellente Bedingungen für das Training hat, findet eine der Körungen Sachsen-Anhalts, das ist eine Zucht- und Ausbildungsprüfung, wieder auf dem Hundeplatz der Ortsgruppe des Deutschen Schäferhundevereins Barleben statt. Es sieht schon ein wenig martialisch aus, wenn so ein Hund den Lehrhelfer attackiert. Ist es auch gefährlich? Nein, die sind nicht gefährlich. Die meisten Hunde sind geübt oder alle Hunde haben darauf trainiert. Teilweise auch wie heute bei so einem Probetraining bei mir. Und die Ausbildung besteht eben darin, dass der Hund den Lehrhelfer erst dann zupackt oder beißt, wenn er von seinem Besitzer die Erlaubnis dazu hat und auch sofort auf Kommando auslässt. Bei der Durchführung der in zwei Abschnitte geteilten Aktionsprüfung erhält der Hund Schläge mit einem Softstock. In der ersten Phase beim Überfall ist der Hund durch mich zu bedrängen und es sind ihm zwei Stockschläge zu versetzen. Es ist genau festgelegt, wo er die Stockschläge und in welcher Härte er die Stockschläge zu erhalten hat. Und bei dem zweiten Teil dient der Stock dann nur noch als Bedrohung. Sollte der Hund bei der Einwirkung des Stockes ablassen oder ausweichen, hat der Hund die Körung nicht bestanden. Soweit die Vorbereitungen auf die Prüfungsveranstaltung am 18. August. Neben der Bewertung der hier trainierten Angriffe und der Bannung des Lehrhelfers gibt es eine Fülle von Rassemerkmalen zu erfüllen. Ein Schäferhund, der die Körung erfolgreich bestanden hat, ist ideal für die Zucht und die Prüfung steigert seinen Wert. Zuschauer sind am Samstag, den 18. August ab 9 Uhr früh herzlich willkommen, denn es gibt viel Action und wunderschöne Hunde zu sehen.